Wir sind hier beim aktiven Treffen endlich wieder zusammen. Wir starten aus der Pandemie raus, hinein in unsere Arbeit auf der Straße und in den Betrieb und in den Dienststellen. Wir wollen uns dieses Wochenende gemeinsam fit machen für die anstehenden Tarifauseinandersetzungen, wo wir gemeinsam als Auszubildende unsere Stimme und unsere Interessen vertreten müssen. Damit wir endlich das Gefühl der Solidarität wieder merken, spüren und leben können. Wir haben was zu sagen als Gewerkschaft. Wir gehen nach vorne. Wir wollen mit diesem aktiven Treffen wieder zurück ins Fahrwasser kommen, wieder auf die Straße gehen. Außerdem wollen wir den Dampfer wieder ablegen lassen. Wir werden uns für die Verbesserung von Ausbildungs-, Arbeits- und Lebensbedingungen für junge Menschen, Dualstudierende, Auszubildende, Praktikanten einsetzen. Gemeinsam über Flucht und Asyl zu reden. Wir werden genauso über die Berliner Krankenhausbewegung und soziale Bewegungen, wie wir wachsen können, wie wir die Orga-Wahlen als Jugend rocken werden, uns anzuschauen. Wir haben ganz unterschiedliche Themen, von Community Organizing, Learnings aus der Berliner Krankenhausbewegung, wie man JAF-Wahlen in der Pandemie rockt. Jetzt wird sozusagen der ganze Hirnschmalz angeschmissen. Also wir sind im Workshop How to Tarifbewegung am Beispiel der Berliner Charité. In dem Workshop geht es um JAV-Wahlen. Wir arbeiten einfach Themen, Aktionen und Plan, versuchen zu organisieren. Wie wir einfach ein bisschen mehr auf Menschen zugehen können. Andere Menschen zu motivieren, sich in der Gewerkschaft zu engagieren. Das Thema Rassismus und Asylpolitik. Was wir persönlich finden, wichtig wäre, in einer politischen Kampagne zielorientiert effektiv arbeiten zu können. Es ist ein richtig tolles Gefühl zu sehen, dass die Leute heiß sind und Bock auf das weitere Jahr haben.